Hallo Freunde, bald ist Weihnachten und somit ist das Jahr schon fast Schnee von gestern. Da es einige unter euch gibt, die nicht an den Weihnachtszauber glauben, kommt mal mit, ich muss euch was zeigen. Hier seht ihr, wie die helfenden Elfen eure Geschenke zusammentragen und der Weihnachtsmann sieht ganz genau, wo ihr gerade seid und was ihr macht. Hier ist alles echt und nichts ist gestellt. Der Weihnachtsmann hat auch gesagt, wenn ihr euch das neue Video von unseren beiden Helden nicht anschaut und einen Weihnachtsdaumen nach oben da lasst, zieht er euch die Ohren lang. Also viel Spaß beim Schauen, es wird wieder spannend. Also ich glaube halt wirklich, man kann auch mit einem kleinen Penis sehr viel Spaß haben. Ja, also 3, 2, 1, ja! Der kam ohne Mann. 3, 2, 1, yo! Was geht denn? Willkommen zu einem neuen Show. Mia! Mia, wieso bist du heute so glücklich? Das wird die Leute wahrscheinlich wirklich interessieren. Ich hatte heute so eine richtig witzige Situation. Ich war was einkaufen und man braucht halt hier bei manchen Geschäften Tests so. Und dann wurde ich halt nach einem Test gefragt und dann meinte der so, jo, hast du einen Test? Und dann habe ich gesagt, ja, den habe ich hier auf dem Handy. Dann habe ich ihm das gezeigt. Willkommen zu Ich hab noch nie. Wir haben uns gedacht, dass wir einfach Lust haben, gemeinsam uns zu treffen und zu drehen. Aber eigentlich, gerade eben einmal auch schon mal thematisiert, wir haben eigentlich, ich habe noch nie gefühlt schon durchgespielt. Wir haben, glaube ich, fast jede Frage beantwortet, die es dazu gibt. Trotzdem haben wir jetzt anscheinend nochmal neue gefunden. Und wir dachten uns, ihr freut euch, glaube ich, auch so, dass wir hier beisammen sitzen und spielen. Genau wie wir. Okay, Leute, dafür, dass ihr erstmal besser aufgeklärt werdet, müssen wir uns natürlich erstmal vorstellen. Wer will zuerst? Ich bin T. T. Die ist ja für seine krasse Musik bekannt und dafür, dass sie krass hart oder sehr emotional sein kann. Aber er hat sich jetzt etwas Neues für seine Fans überlegt. Eine Weihnachts-CD unter dem Namen TJX Smash. Mit Titeln wie Leises Bitten die Briss. Leises Bitten die Briss. Oder Oh, kann wer bauen? Oh, kann wer bauen? Oh, kann wer bauen? Oder Ich schieß nicht aus Spaß. Ich schieß nicht aus Spaß. Ich schieß. Wunderschön und für die ganze Familie geeignet. Ich schieß nicht aus Spaß. Eigentlich vom Kamerawinkel sieht man so dein Gesicht gar nicht. Ja, so ein bisschen. Ich wollte so von hinten angeschnitten, hast du? Gar nicht. Ja, ich bin Flixi. Wahan. Flixi. Flixi ist in einem kleinen Kuhdorf in der Nähe von Duisburg aufgewachsen. Dort lebte er in einem kunterbunten Haus und hatte als Haustiere ein Äffchen und ein Pferd. Seine große Leidenschaft war das Reiten, dort staubte er auch einige Preise ab. Aber als dann in der Schule die ersten Leute angefangen haben 187 zu hören, war ihm das peinlich und er verwarf sein Hobby. Dadurch entwickelte sich aber seine neue Leidenschaft, die Musik. Und weil er sich dachte, damn, das was die alle Rap nennen, ist ja einfach nur eine Körperverletzung an allen Menschen und wollte es selbst besser machen. Das hat er auch geschafft und macht heute krasse Musik, die ihr unbedingt abchecken solltet. Hi, ich bin Nia. Nia. Nia hat mit 7 Jahren sein erstes Wort gesprochen. Eigentlich war es ein Satz, es war ein Witz. Wenn ich groß bin, werde ich Astronaut. Nia hat aber gar nicht bewusst einen Witz gemacht. Aber dadurch, dass fast alles, was er gesagt hat, so dumm und komisch war, beschloss er mit YouTube anzufangen. Und heute sitzt er hier auf dem Sofa und redet genauso dummes Zeug, wie mit 7 Jahren. Alter, wenn die Leute wüssten, wie sich diese Videos anfühlen, ohne so die Musik und die Soundeffekte, pure Stille, tun sie die Schuhe an. Ich bin's. Tony. Tony ist es, aber was heißt das? Tony hat in seiner Kindheit für Kindermode gemodelt und das lief auch super. Damit konnte er sich quasi extra Taschengeld verdienen. 1979 kam ein Spiel mit dem Namen Wer ist es auf den Markt. Im Alter von 10 Jahren hat Tony mit seinem Gesicht für die zu der Zeit aktuellsten Version von dem Spiel gemodelt und deswegen ist er es. Immer wenn er das Spiel mit Freunden gespielt hat und er vermutet hat, dass er genommen wurde, musste er einfach nur sagen, dann wollen wir anfangen? Alles klar. Ich habe noch nie auf die Frage, wie geht's dir, mit einer Lüge geantwortet. Weiß, ne? Ich habe geantwortet, gut, das war eine Lüge. Dark, aber ist auch ein bisschen so dieses Tablet-Ding, ne? Wie geht's dir? Gut. Punkt. Punkt. Ich
keine Ahnung, ist ja manchmal einfach dann auch, ich will ja auch nicht jedem erzählen, wie es mir geht. Ja, vor allem, wenn man auch vielleicht einfach für sich so ein bisschen Ruhe haben und so. Also ich versuche immer ehrlich zu sein. Ich sage dann auch manchmal so Sachen wie in Ordnung oder ganz okay, aber es sind dann irgendwie automatisch Conversation Starter, wo dann so, warum denn ganz okay? Ja, deswegen, und das will man dann ja vielleicht auch nicht, ne? Kommt drauf an. Ja, ja. Warum denn gut? Dann sage ich immer, ja, so die Aufs und Abs vom Leben, kennt man ja. Und dann ist das Gespräch auch abgeschlossen. Kommen wir damit zu einer neuen Kategorie. Und zwar, passend zu der Frage, die neue Kategorie. Oh, Hen, wie geht's dir? Und wie funktioniert die? Jeder sagt, wie es ihm geht. Süß. Mir geht's ganz gediegen, soweit würde ich mal behaupten. Ich bin heute um 13 Uhr aufgestanden, anstatt den üblichen 15 Uhr. Ich habe Monster Energy getrunken, war den ganzen Tag lang aufgeregt, habe ein Brötchen gegessen. Jetzt haue ich mir hier dieses Gedöns rein, ergo mir geht's passabel, würde ich mal behaupten. Also, mir geht es soweit ganz gut. Ich bin sehr früh aufgestanden. Und ich habe dann im Laufe des Tages Migräne mit Aura bekommen. Wer das nicht kennt, kann das gerne googeln. Dann war ich richtig ausgenockt für ein paar Stunden. Hat sich angefühlt, als wäre ich dead. Aber das Geile daran ist, dass man sich danach immer so ein bisschen wie neu geboren fühlt, weil man dann wieder das Leben zu schätzen weiß. Und jetzt freue ich mich, zu trinken. Inspirational Quotes. Das auch. Mir ist gut, ich kann mich eigentlich nicht beschweren. Aber es ist halt, wie es ist im Leben. Man hat mal so Momente, so, aber mir geht's gut. Man hat mal Glück, man hat mal Gandhi, ne? Ich ahne aber, dass man so sich vielleicht auch manchmal in einer Position fühlt, wo man sich denkt, eigentlich darf ich nicht meckern. Ja, true. Aber trotzdem, ne, Gefühle sind da, was soll man machen. Bei mir momentan, gerade würde ich sagen, nicht so gut. Eigentlich geht's mir gut. Einfach gerade eine schwierige Situation. Aber die ich gerade nicht so gut handle, würde ich sagen, aber sonst ist eigentlich alles geil. Also mir geht's gut. Heute Morgen Workout. Bisschen aufgeräumt. Stark. Lecker gegessen mit Yoshi. Stark. Ja. Na Hen, wie geht's dir? Ich habe mich noch nie zu schnell verliebt. So ein verlieben Speedrun? Ich fühle das sehr, Mann. Ich bin immer verliebt. Ich verlieb mich allein, wenn ich durch die Straßen so gehe, verlieb mich 4-5 Mal. Aber ich dachte jetzt eher so richtig, weil so auf der Straße sich so in jemanden verlieben, verstehe ich. Mhm. Aber ich hatte so Situationen, dass ich jemanden so kennengelernt habe und dann nach kurzer Zeit hatte ich schon auf einmal so voll die Gefühle bekommen, irgendwie weil diese Person einfach so vielleicht so nice zu mir war und ich das vielleicht so ein bisschen falsch damals aufgenommen habe, also als Kind. Und dann habe ich so langsam irgendwie Gefühle bekommen und die wollte nichts von mir, sondern von wem anderen was. Und dann war es für mich, ah, oh, fuck. Das tut gerade ein bisschen weh. Fuck, wieso habe ich überhaupt für die Person gerade Gefühle bekommen, so ein bisschen? Und habe ich mich distanziert. So. Aber du hast schon recht, die Frage sollte man dann vielleicht auch ein bisschen so beschauen, wie du sie gesagt hast. Wo, ab dem Punkt, wo es wirklich verliebt ist und wo man nicht nur so einen kleinen Crush hat. Aber das, da meine ich auch mit verliebt Speedrun bei mir im Leben. Immer. Ich lerne wen kennen und dann so, gib mir 1-2 Wochen. Dann denke ich aber drüber nach, ob man irgendwann mal Kinder kriegt oder so. Ehrlich! Aber ist das nicht nice, sich in irgendwas reinschmeißen zu können, um auch wirklich es full on direkt zu checken, yo, was ist das für ein Mensch? Ich mag das auch, mich sehr reinzuschmeißen. Und ich glaube nicht, dass das nur zu Enttäuschung führt. Nee, irgendwann lernst du auch die richtige Person kennen und ich glaube, dann ist das Tempo relativ egal. Aber ich glaube schon, dass man die Fehlerquellen so ein bisschen minimiert, wenn man nicht direkt alles übertreibt und überstürzt, weil man dann den Menschen erstmal in verschiedenen Situationen kennenlernen kann und sowas. True. Sonst hat man so auf der Ebene des gesprochenen Wortes ist man schon so richtig aneinander gebunden, aber man kennt sich noch gar nicht in verschiedenen Situationen und so. Das war zumindest bei mir immer das Problem. Ja, den ahne ich 100%. Ich denke mir, irgendwo ist das so ein Modern-Day-Classic, ne? Also dieses schnell verknallt sein, aber wenn ich jetzt wirklich runterbreche, so verliebt sein auf, wo ich sehe dich und denke mir, what the fuck going on? Ich bin immer schnell so verknallt gewesen, aber jetzt so auf komplett for real, really, really into it ist eher seltener vorgekommen, aber more ist diese klassischen im Bus verknallen. Auf einmal so eine nice Baddie an der Kasse nebenan, weiß ich doch nicht. Oh, ist das ein Klassiker? Aber ich glaube, jeder hat da vielleicht auch diese Gedanken und spielt damit so, diese Sachen zu romantisieren, dass man sich irgendwie vielleicht wirklich so dann, keine Ahnung, man kennt das ja, wenn man dann wirklich so einen kleinen Augenblick hat, wo man sich so anguckt oder so, boah, ich bin im Film. Wenn sowas passiert, bin ich einfach nur im Film. Aber ich muss sagen, das habe ich glaube ich auch schon mal in einem, ich habe noch nie gesagt, diese im Bus sich so verknallen, diese Sachen kenne ich gar nicht, nicht mal im Ansatz. Ich kenne vielleicht, dass ich hin und wieder mal wen sehe, wo ich denke, okay, attraktiver Mensch, aber dieses Crush-Gefühl kenne ich gar nicht. So 0,0%. Crushen, das kann ich voll gut. Ich hatte damals einen Crush aus der A.
Stand in der Pause immer in der Ecke oben rechts. Immer so auf unauffällig so ein bisschen so vorbeigegangen, so geguckt. Kann man mal so Augenkontakt machen. Die war ein bisschen schei, nicht so funktioniert. Aber die schönste aus der Schule. Die war blind. Wow. Next one, T. Oh, aufregend. Kann ich lesen. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, alles hinter mir zu lassen und ein neues Leben zu beginnen. Boah. Ist das so eine typische Thought, die jeder mal hat? Mit Sicherheit. Aber auch auf realistisch. Ich habe wirklich so gedacht, so, jo. Du googelst schon Namensänderung, Anleitung. Ja, aber keine Ahnung, Mois. Vielleicht war sogar hier hinzuziehen, ein alles hinschmeißen und irgendwo irgendwas neu anfangen in dem Sinne. Das ist ja eigentlich schon ein crazy step, aber ja, man hat oft genug, also ich zumindest, diese Dark Nights, wo man mal da sitzt und sich denkt, ach komm, fuck that shit. Ich ertrag einfach diese Last auf den Schultern, dieses Game nicht mehr. Ja, keine Ahnung, Mann. That's how it goes. Kenn ich auch genauso. Ja. Also man ist natürlich unendlich dankbar für diese Privilegien, die man hat in der Situation, in der Öffentlichkeit zu stehen und damit auch so sein Geld verdienen zu können. Aber ich habe so oft schon gedacht, vielleicht wäre es einfach das Beste, die Accounts zu löschen und so zu verschwinden. Weg zu sein aus dieser Welt so und dann in der realen Welt sich ein neues, anderes Leben aufzubauen, was nicht so krass verankert ist im Internet. Ich habe mich gerade gefragt, ob das wirklich nur daher rührt, dass wir auch in der Öffentlichkeit sind. Ich glaube, dass viele Menschen haben so Gefühle. Ich wollte mich gerade sagen, weil ich habe das auch damit bei mir jetzt gar nicht so unbedingt verbunden. Manchmal einfach, wenn es mir nicht gut geht, habe ich das. Mhm. So, wenn ich so denke, gerade alles ist scheiße und ich mich einfach zu sehr reinsteige, so dann kommt das so, dass ich mir wirklich denke, boah, kurz im Kopf, Neustart irgendwie. Ich habe mir damals öfter sowas gedacht, wie in ein komplett anderes Bundesland oder so auch zu ziehen, so in Deutschland, da vielleicht was machen oder ein anderes Land auch komplett neu anzufangen, alles so hinter sich zu lassen. Weiß nicht, so Gedanken kamen mir damals so, als ich an der Kasse gesessen habe. Da habe ich darüber nachgedacht, wie das wäre. Weil so ein Job, den ich da gemacht habe oder den wir jetzt machen, kann man ja auch von überall machen, theoretisch. Lasst uns zu einer unserer Lieblingskategorien vielleicht kommen, bevor wir zur nächsten Frage gehen. Okay. Und zwar Schnick! Schnack! Schnuck! Let's go! Also ich habe weniger drin als ihr, das ist dann ja unfair für euch, wenn ich jetzt verliere. Drogenmissbrauch! Drogenmissbrauch! Family-friendly Drogenmissbrauch! Schnick, Schnack, Schnuck! Beiden sind dann, ihr müsst gegeneinander, stimmt, wer der Verlierer ist. Oh, interessant. Ha. So ein altes Schluck, habt ihr gesagt. Ah, oh Mann, ich wünschte, ich hätte verloren. Ich trink auch ein Schluck. Ja. Dann, aus Gruppenzwang mach ich auch. Ich hab noch nie gedacht, dass ich langsam bereit für Kinder wäre. Ehrlicherweise. Ja, ich hab's schon mal gedacht. Ne? Ich denk das jetzt nicht. Aber ich hab das schon mal gedacht. Ich hab darüber auch schon oft nachgedacht. Ich habe aber jahrelang immer gedacht, nee, lieber wenn ich ein bisschen mehr ready bin, mehr gesettelt. Und der Gedanke ist auch vielleicht richtig. Aber gleichzeitig denke ich mir, wann ist man denn schon wirklich, wirklich ready so? Weil das Leben geht halt immer weiter. So, klar, wir sind jetzt hier auf Madeira, haben da so eine kleinere Wohnung und so. Vielleicht ist da noch nicht so gut, vielleicht braucht man was Größeres dafür. Aber grundsätzlich denke ich mir auch, wenn man doch diesen Schritt dann auch geht, dann macht man dafür, glaube ich, auch alles ready. Weißt du, was ich meine? So schon. Ich glaube aber auch, also ich glaube, man kann wirklich, wie du schon sagst, nicht bereit sein, weil da so viele Dinge auf einen zukommen, die man einfach das erste Mal erlebt. Ja. Aber ich glaube schon, dass es diesen Moment gibt, wo man sich weniger Gedanken macht als jetzt gerade. Ahnst du? Also ich bin schon so in der Situation, wo ich mir denke, langsam hätte ich Bock. Also vielleicht nicht heute, aber so langsam hätte ich schon Bock. Ja, okay, in diesem Video wollte ich es jetzt ankündigen. Ich werde Vater. Also das wird jetzt nicht passieren, aber auf jeden Fall, ich bin so langsam, wünsche mir das. Also es ist doch was Schönes. Ja, das ist richtig crazy, Mann. Ich habe irgendwie so den Anspruch an mich selbst, dass ich so irgendwie noch mehr, noch erwachsener sein möchte so. Also ich habe das Gefühl, so ein paar Sachen, die ich in meinem Leben noch nicht richtig hinbekomme, die möchte ich gerne vorher hundertprozentig gefixt haben. Ja, nicht. So dass ich, wenn ich irgendwie eine Partnerschaft habe oder ein Kind habe, dass ich da so komplett settled bin und alles geben kann. Weil es ist ja dann wirklich, glaube ich, so, man lebt eigentlich wahrscheinlich dann eher für seine Kinder. Ja, und das geht einem auch den ganzen Tag im Kopf. Der Gedanke allein, dass die sich so verhaltensweise von dir abgucken, wo du selber eigentlich weißt, das willst du nicht auf ein Kind übertragen. Ja. Und du? Ja, Mäus, ne?
Ich bin halb irgendwann Kinder zu bekommen, aber ich hier mit meinen 23 Jährlein, ich denke, das ist noch ein bisschen in die Zukunft verschoben, sich da überhaupt Gedanken drüber zu machen. Also, ne? Wenn es soweit ist, wird es soweit sein, aber jetzt gerade buhle ich hier einfach nur und guck, wo mich der Film hinführt. Ja. Imagine, man kriegt dann so direkt so Drillinge oder so. Ja. Uff. Was ich eben gerade noch sagen wollte, bezüglich dem, was du gesagt hast, was hast du ja nochmal gesagt jetzt. Meinst du das mit Verhaltensweisen abgucken und du findest das eigentlich auch schön? Das ist für mich eine beruhigende Sache, dass der größte Impact, den man hat als Elternteil, wirklich dieses Abgucken von Kindern ist. Das finde ich irgendwo schön, weil ich das Gefühl habe, ey, wenn ich mich dann im Griff habe, wenn ich bis zu dem Zeitpunkt weiß, wer ich bin und weiß, was ich geben kann und irgendwie richtig set up bin, dann ist es ja nochmal besser, dann kann ich ja wirklich genau das vorleben, was ich erarbeitet habe in mir. Es gibt auch, glaube ich, auch nochmal ganz neue Motivationen. Also ich will jetzt hier nicht so aus dem Nähkästchen plaudern, aber Freunde von mir wachsen auch nochmal extrem an ihrem Kind, weil man sich nochmal viel bewusster wird einfach, wie man leben will vor seinem Kind. Okay, next one, wollen wir weiter? Ja. Ich bin. Go. Ich habe noch nie gedacht, dass ich mir eine sehr teure Uhr kaufen möchte. Okay. Oh, da wurde aber viel getrunken. T. Richard Mill ist im Warenkorb. Ich glaube, wir sind auf einem anderen Level, weil ich hab nämlich nicht über diese high, krass teuren Uhren gedacht, sondern eher so, ich habe nämlich mal in Japan so Hello Kitty Uhren und so gesehen, die waren auch scheiße teuer. Oh geil, aber. Aber, sogar, ja. Ich finde dir mal eine neue Pina zu. Habe ich eben schon gesehen, fand ich cool. Ich habe erst gedacht, es wäre ein Rugrat. Boah, das wäre noch härter, aber keine Ahnung, ich hatte überlegt, mir so eine Uhr zu kaufen. Da kann man doch nicht drüber reden, Mäus. Das ist doch erbärmlich. Ich wollte deine Uhr. Ist doch ein Investment, die steigen noch im Wert. Ich habe randomly so eine Rolli entdeckt, beziehungsweise eine Freundin hat mir die geschickt und da ist einfach so eine Mickey Maus auf dem Ziffernblatt drauf und ich bin ums Verrecken jetzt kein Mensch, der sich so denkt, oh ja, geil, eine Rolex, oh ja, ich habe Knete und kopp mir eine. Aber das Ding sieht wirklich irgendwie aus wie so ein Game Changer und das wäre so eine in Steinmeißelung von sämtlichen Werten trill genug sein, um so eine gottverdammte Mickey Maus Rolex zu stunten, aber gleichermaßen noch irgendwie dieses, klar, Mois, in mir steckt auch irgendwo so ein kleiner Hang zum Materialismus und mit dem Ding werden irgendwie beide von diesen Teilen abgehakt. Und im Opti-Mopti-Fall. Muss man mal gucken, wann oder wie man sich sowas zulegt. Also, das ist jetzt nichts, was in nächster Zukunft passieren wird. Wenn soweit ist, ist soweit, wa? Bei der Uhr, die Flix mir geschenkt hat, habe ich die Batterie rausgenommen, weil dieses Ticken mich wild gemacht hat. Du hast einfach ein Ticken an deinem Arm die ganze Zeit. Das hat mich so verrückt gemacht. 1000% Armbar. Ja, ist schon sehr laut. Ja, wenn du da so alleine sitzt, so, das ist so, das ist so krass. Ich muss ehrlich sein, ich habe mich da schon dran gewöhnt. Also ich höre die jetzt tagsüber so nicht. Aber so nachts, wenn man pennen geht, klingt das so, als ob da so Distortion und Reverb auf dem Ding drauf ist. Das peitscht durch den Raum durch. Also es macht. Ich habe auch schon nachts die Batterie rausgenommen, ne? Aber was will man machen? Soll ich die jetzt verklagen oder was? Okay, ich bin. Ja. Was ist das? Was steht da? Hast du die geschrieben? Weiß ich nicht. Ja. Habe ich? Ich habe doch nie jemanden darum gebeten, mir ein Video von seiner Zunge zu schicken. Ja, das war ich nicht. Und das war auch nicht an dem Tag, wo du... Hä, das war ich nicht. Also, ja. Interessant. Also, kann ich ganz easy sagen, ja, der ein oder andere Zuschauer weiß das. Ich finde Zungen extrem schön. Wenn ich mit jemandem zusammen bin oder so, dann kam es bestimmt schon mal vor, dass ich so gesagt habe, so... Das Geschenk mit dem Gewissen extra. Klar, Mann, ich bin schon erwachsen. Ich habe schon Beziehungen gehabt. Willkommen zu einer ganz neuen Kategorie. Oh, ich habe so Schiss. I hate it. Und zwar wird das eine Kategorie sein, die euch beide direkt betrifft und Nia und mich eher indirekt. Scheiße. Und zwar funktioniert das so gleich. Oh, ich hasse das. Ihr werdet hier sitzen und werdet einen aufregenden Moment haben, denn ihr müsst die Augen schließen. Und wir werden euch etwas zum Probieren geben. Die Kategorie heißt nämlich Probieren! Wenn ihr erkennt, was ihr da habt, sollte nicht allzu schwierig sein. Dann, wenn du es erkennst, muss Nia trinken. Wenn du es erkennst, muss ich trinken.
Falls ihr es nicht erkennt oder einer von euch noch nicht, müsst ihr selber trinken. Okay. Yoshi holt jetzt mal die Zutaten. Also müsst ihr Augen zu machen. Ja, also gleich erst, ihr müsst jetzt noch nicht. Neue Kategorie. Alter, aufräumen! Wir müssen da nichts machen, ihr müsst aufräumen. Wenn ihr es nicht schafft, müsst ihr trinken. Vielleicht bei dir jetzt Zitronen. Zitronen-Orangensaft gemischt. Bei mir Löffel Scheiße. Also, ihr kratzt jetzt diese Reste vor mir. Nimmt so einen Löffel aus dem Waschbeckenabfluss. Alter. Mann, ich hab irgendwie gar keinen. Aber das ist doch geil, weil das ist eine Sache, wo ich wusste, yo, wenn wir sowas machen, dann werdet ihr auch, obwohl ihr hier euch schon zu Hause fühlt, nochmal eine Situation haben, wo ihr denkt. Ich bin so on the verge zu sagen, ich mach da nicht mit. Tja. Aber ich will kein Spiel machen. Du machst. Ich guck mal, das Ding ist, du kennst mich auch. Oder? Ja, so ein bisschen. Du heißt Toni und du machst YouTube. Das Ding ist, ich bin ja auch jemand, ich mache mir viel Gedanken darüber, wie sich auch Gäste bei uns im Video fühlen. Mhm. Nach dem, wie gut ich sie kenne. Und ich habe überlegt, das wäre, glaube ich, etwas, was nicht so schlimm ist. Spaß ist sehr schlimm. Wirklich? Augen zu? Nein. Augen zu, ihr müsst zulassen. Mach kein Film. Augen sind zu. Okay. Mach trotzdem so ein bisschen auf hinten noch. Ich weiß ja nicht. Ich hab wirklich so Herzrasen. Ich ahne. Ich fühle mich wirklich. Boah, ist das lächerlich irgendwie. Ist doch immer so RTL-Type-Shit. Ach, uns wird eine Vogelspinne in den Mund gekriegt. Pass auf, dass ich wegkrabbel. Ah, komm schon. Was? Seid ihr ready? Ich bin überhaupt nicht ready. Mund auf. Mund auf. Ja. Und sagt es noch nicht, sondern wartet erst. Mhm. Eins, zwei, drei. Kidneybohne. Ja. Ja. Boah, ich war's ja auch nicht. Boah, als ob ich den jetzt nicht raustaste. Ja. Boah, ich bin so aufgeregt. Ja. Der Film ist so schlimm. Rückblick beschreibt jetzt richtig lächerlich. Ja. Ich hab jetzt sonst was für Filme gefahren. Ich dachte, allein jetzt so ein Löffel Mayonnaise oder so wäre schon so ekelhaft gewesen. Ich hatte tatsächlich, eine der ersten Ideen waren, dass wir Flixi einen Löffel Mayonnaise geben. Also ein bisschen was Mayonnaise. Ich hätte so nicht gedacht, dass wir das gleiche kriegen. Ja, aber wir haben am Ende gedacht, doch lieber dasselbe. Interessant, ich glaube, ich bin ja ein riesiger Mayonnaise-Fan, aber ich glaube, bei einem Löffel Mayonnaise hätte ich so würgen. Aber deswegen, ich hätte auch nicht viel drauf gemacht, weil ich bin ja auch Mayonnaise-Fan, aber das kann ich mir auch nicht vorstellen. Hier aufgrund der Mayonnaise. Wird euch auch bei so Bildern schlecht, wenn so Leute theoretisch ein Stück Butter nehmen, da reinbeißen und das so kauen. Ja, und nein, das ist ekelhaft. Nicht. Natürlich. Richtig ekelhaft, ne? Ich habe gerade gedacht, da würde ich lieber irgendwie, keine Ahnung. Scheiße. Ja, zum Beispiel. Aber das ist ja eigentlich noch disgusting. So. Kommen wir zu einer neuen Folgekategorie. Und zwar heißt die Kategorie für wie viel. Thema hat Nia vorgegeben. Scheiße essen. Für wie viel Euro würdet ihr Scheiße essen? Wie viel Gramm? Und wir sagen nicht nur so. So ein Ding von euch selbst. So ein oder kleines Ding. Oder ich würde es machen, so ein Stück Scheiße von mir essen für. Was hat das für eine Konsistenz? Ist das fest? Ist das eher weich und schleimig? Das macht einen mega Unterschied. Ich würde sagen, fest. So dass man auch easy schnell runterschlucken kann. Kann man, darf man spülen? Ich glaube, man muss schon so ein bisschen. Man muss ein bisschen beißen. Man muss kauen. Also, ja, es ist halt so ein. Ja, wenn man kauen muss, bin ich raus. Okay, es ist runterspülbar. Ja, dann bin ich noch im Rennen. Ich würde sagen, ich mache das für 1 Million. Also ich glaube halt, also ne, ich würde es auf jeden Fall, auf gar keinen Fall machen wollen. Aber wenn jetzt jemand so 1 Million vor dir hinlegt und sagt, diesen einen kleinen Kackhörtel von dir selber, spül den eben runter, dann kriegst du dieses Geld. Für 1 Million. Es wäre schon fast unverschämt, das nicht zu machen. Da würde ich auf den Teller kacken. Mit besseren Garten. Bro, ich esse auch eine Schale voll damit. Also würdest du für 500.000 auch machen? Nee. Willst du für 500.000 deine eigene Scheiße? Auch klar. Nein? Ein M als Richtwert genommen. Ich bin noch bei 999.000, bin ich drin. Das Ding ist, Scheiße fressen ist auch ein schwieriges Thema. Kann man noch nachtrinken oder so? Ja. Also wenn man nachtrinken kann, ich wäre eigentlich noch bei weniger dabei, weil es ist halt... Was wäre euer wirklich Minimum hier? Boah. Ich weiß nicht, ich glaube, ich würde sogar so 100.000 würde ich einfach... Weg damit, 100.000. Ja, würde ich auch machen, glaube ich. Ich mache für 99. Ich verstehe den, da bin ich aber raus. Aber ich verstehe den. Das klingt jetzt auch ein bisschen desperate. 5 Euro,
Jo, gib mir 5 Euro, ich mach jetzt. Okay, und so kommen wir zum Sponsor von diesem Video. Schreibt mal jetzt wirklich in die Kommentare auf, ganz realistisch, wenn ein Mann stehen würde mit einem Koffer mit Geld, für wie wenig, was war eure unterste Grenze, wo ihr wirklich sagen würdet, ich scheiße jetzt hin und esse die Kacke? Man kann ja so Gedankenspiele machen, heißt ja nicht, dass wir auf Kacke stehen. Ich anders ja auch auf 0 Euro. Ja, ich denke mir halt, ab welcher Summe ist es unverschämt, es nicht zu machen? Ich würde sagen, dieses, ab 5.000. Echt? Weil da bin ich noch lange nicht dabei. Ja, weil ich denke, Leute, überleg doch da mal ganz kurz. Da finde ich, ist es noch eine Demütigung. Aber überleg doch mal ganz kurz, du bist in so einer Scheißsituation. Ich erinnere mich gerade zurück, Nia, back in the days in the hood in Neuwied. Mhm. Ich saß da neben meinen 2 Plattenhärte, direkt neben meinem Bett stand, Junge. Da hätte ich aber sowas von gesagt, Junge, ich spüre die Kacke runter und dann gönne ich mir die 5K. True. Ich verstehe den auch. Aber das ist dann halt so. Das ist so wie dieses Balls. War ich nicht. Doch, hast du bei mir gut bei mir im Stream, diese Serie, wo die so für. Ach so, Geld das, ja, okay. Für so 1000 Euro irgendwie so übelst schlimme Sachen schon gemacht haben. Ja, genau. Das ist dann schon so ein bisschen so. Ja, aber wenn du es wirklich brauchst, für wie viel würdest du es dann machen? Ja. Das ist ein bisschen asozial. Ja, true. Ich bin nur am Abkichern wegen diesem Gedanken. Stell dir vor, du hättest dann so für 10 Millionen diese Scheiße gegessen und bist dann in so High Society Kreis und wirst gefragt, wie du an dein Vermögen gekommen bist. Self-made millionaire. Next one, wer ist dran? Leider müssen wir das Programm an dieser Stelle beenden. Dafür geht's aber am Freitag mit dem zweiten Teil weiter. Freut euch auf ein fröhliches Fest. Bis dann.